Ich möchte gerade mal schnell hier dieses Werkzeug Scrip-Mol vorstellen. Dieses Scrip-Mol ist eine französische oder steht auf einer französischen Seite und es enthält zum einen ein J-Mol-Fenster. Ich kann das Molekül hier drehen und wenden. Und auf der anderen Seite wird das gleiche Molekül also in Lewis-Schreibweise dargestellt. Das Interessante ist, dass diese Kombination von der einen und der anderen Richtung arbeiten kann. Das heißt, ich kann sowohl hier zum Beispiel etwas ergänzen, dann wird es hier angezeigt, als auch umgekehrt, dass ich zum Beispiel hier etwas ergänze. Ja, was die Werkzeuge betrifft, zum Teil sind sie, denke ich, klar, plus minus vergrößern und verkleinern. Dann ist hier, da steht leider kein Tooltip dabei, das sieht so aus, als ob es irgendwie schnell zeichnen, aber ich habe noch nicht so richtig herausbekommen, was es wirklich sein soll. Das ist zum Löschen, das ist zum Bewegen. Hier, da ist es, hat es glaube ich keine Funktionalität, rückgängig machen. Zum Zeichnen von bestimmten Atomsorten, Bindung zeichnen. Hier dazwischen wird dann auch gleich übernommen. Ringe und ich kann auch eine positive und eine negative Ladung einbauen. Also zum Beispiel müsste das ja dann möglich sein. So, die Sachen, die hier drüben sind, die beziehen sich eher auf das J-Mol-Fenster. Jedenfalls scheint mir das so zu sein. Ich kann eben auch hier zeichnen und da etwas ergänzen. Und kann hier umschalten zwischen verschiedenen Ansichten. Wenn ich das hier übrigens drehen will, das Molekül, dann greife ich am besten außerhalb des Moleküls hin und halte mit der linken Maustaste fest und kann das dann drehen. So, hier kann ich die Bindung verändern. Da schalte ich mal ein bisschen besser das hier an. Die Bindung verändern, sprich zum Beispiel eine Doppelbindung einbauen. Das war jetzt falsch. Korrigieren wir das mal. Hopp. Ja, manchmal ist es ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Jo, naja, gut, und so richtig immer geht es auch nicht. Da gibt es hier noch einen Optimierungsknopf. Und hier haben wir noch einen Knopf, um hier drüben die Anzeige zu verändern. Da werden also die Cs angezeigt bzw. versteckt. So, und eigentlich das Allerwichtigste hier dran sind diese zwei Knöpfe. Und zwar kann ich hier eben das elektrostatische Potenzial als farbige Oberfläche darstellen. Und das ist übrigens auch so, wenn ich na, das stimmt natürlich nicht. So. Wenn ich da irgendetwas in der Zeichnung verändere, dann wird das eigentlich auch automatisch korrigiert. Manchmal dauert es ein bisschen länger. So, jetzt hat sich es aber angepasst. Und dann kann man sehr schön gucken, wo ich hier eine Ladung habe. Mal gerade das weg. Und zeichnen einfaches Wasser hin. So, jetzt habe ich gerade irgendwas kaputt gemacht. Ich lade die Seite nochmal neu. So, dann fange ich wieder hier an. So, und dann, wenn man zum Beispiel in der Mittelstufe das untersuchen will, dann könnte man also hier relativ leicht, das war jetzt nicht beabsichtigt, die Schüler hier ein Molekül zeichnen lassen. Und dadurch, dass das eben direkt funktioniert mit Anklicken auch hier im J-Mol-Fenster, kann man das also relativ schnell machen und eben dann
auch das gleich dazu anzeigen lassen. Oder zum Beispiel Ammoniak, da setze ich das O durch N und dann habe ich automatisch NH3. Jetzt ist das hier noch nicht richtig dargestellt. Manchmal dauert das dann eben ein bisschen. In manchen Fällen, bis das richtig angezeigt wird. Eventuell hilft es, es an- und auszuschalten, ein bisschen zu drehen. Oder was meistens auch funktioniert hat, ist das auf Optimisieren, also optimieren zu gehen, dann wird das auch korrigiert. Sehr schnell geht die Anpassung, wenn ich da was mit Ketten dranhänge oder hier zum Beispiel CA4 ist eben nach außen hin neutral. Ein Sauerstoff. Ja. Ich dachte, das geht auch. Ah, da haben wir es. Wenn es angeschaltet ist. Und dann kann man dann schön sehen, dass das Molekül hier relativ polar ist. Und wenn ich dann halt noch ein paar mehr Cs ergänze. Oh, das war jetzt aber sehr langsam. So. Dann wird die Gruppe da hinten immer unpolarer. Und da kann man dann zum Beispiel gut erkennen, dass hier hinten ein ganz unpolarer Rest ist. So, auf Optimieren gehen. Und da ist das wieder verschwunden. Ja, das geht nicht immer sehr gut, aber im Allgemeinen funktioniert es, wie ich finde, ganz schön. Und man hat eben eine sehr einfache Bearbeitungsmöglichkeit und auch die Möglichkeit, eben hier das elektrostatische Potenzial anzuzeigen. Und was ganz wichtig ist, man muss keine Software installieren, sondern kann einfach am Computer das machen. Um es nochmal zu erklären, das Ganze hier beruht auf HTML5, also das JMOL ja eigentlich nicht. Wobei ich mir nicht sicher bin, weil es gibt auch ein JavaScript JMOL, also JSMOL sozusagen heißt das. Und dann könnte das auch funktionieren. So, jetzt habe ich es wieder korrigiert. Also, Adresse ist in der Bildbeschreibung, ist in der Filmbeschreibung. Ansonsten finde ich, dass das wirklich ein ganz hübsches Werkzeug ist.